Grüß Gott und herzlich willkommen zur dritten Folge von Flaschendreh. Wie Sie sehen, der Winter hat Einzug genommen. Sie sehen es natürlich nicht an mir, meine Wohnung ist eingeheizt. Frank hat ein bisschen Angst vor der Kälte, deshalb die warme Kleidung. Wir haben für heute aber auch wärmende Weine ausgesucht. Ganz gegen das Motto ABC, nämlich Anything but Chardonnay, haben wir zwei Chardonnays ausgesucht. Zwei typisch österreichische Chardonnays. So wie Chardonnay eine typisch österreichische Sorte ist. Mhm. Frage, diejenigen, die uns sagen können, wo der Chardonnay hauptsächlich beheimatet ist. Die gewinnen wie immer einen spannenden Preis dieses Formates. Die Antwort bitte posten, 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 wo auch immer, entweder auf Facebook oder am Blog oder auf YouTube oder wo auch immer, posten unter den besten, nicht den richtigsten, aber den lustigsten Antworten wird wie immer ein Sieger ermittelt unter Ausschluss des Rechtsweges und der gewinnt einen schönen Preis. Ja. So, jetzt zu den Weinen. Wir haben heute zwei burgenländische Chardonnays, wie gesagt. Der eine ist Paul Rittsteuer. Paul Rittsteuer, vielen bekannt als Landesrat Paul Rittsteuer, ist der Präsident der renommierten, nicht der reichen, mache ich behaupten reich, aber das stimmt natürlich nicht, renommierten Winzer des Burgenlandes. Er ist ein sogenannter Newcomer in der Szene, da er erst in der Pension richtig angefangen hat, seinen Wein zu vermarkten. Gemacht hat er ihn davor auch schon. Wir haben hier den Chardonnay Lehmgruber, 13,5 Alkohol, im vermutlich Barrique ausgebaut. Ja. Farbtest. Bestanden. Also farblich würden wir jetzt einmal sagen, ein Wein für diese Jahreszeit. Ein Wein für die Jahreszeit. Lautstark beginnendes Goldgelb, hätte ich mal gesagt. Also dicht. Dicht? Ja, dicht. Also gedeckt ein bisschen farblich. Man könnte aus der Farbe auf Gehalt und vielleicht ein bisschen die Lagerart im Holzfass schließen. Schauen wir mal, ob sich Gehalt und Holzfass auch in der Nase widerspiegeln. Bumm. Ja, also das amerikanische wie heißt's? Heimatschutzministerium würde eingreifen. Mhm. Bombenalarm. Bombenalarm. Also ein sehr großer Wein, also für alle, die unserem Geschwafel hier nicht folgen können, ein sehr großer Wein, etwas sehr Mächtiges, was hier in der Nase auf uns zukommt. Holz. Vanille, richtig. Also Holz nicht, Vanille, Biskuit. Bisschen Kräuterwürze, könnte man fast sagen, oder? Ja, hat schon was Krautiges auch, hat schon was Krautiges auch. Das alles, muss man noch sagen, ein bisschen auch bedingt durch die großen Suppentöpfe, auf denen wir hier trinken, ne? Auch Burgundergläser genannt. Ja, genau. Schauen wir mal. Jo, am Gaumen wird er jetzt nicht unbedingt kleiner. Na. Man könnte sagen Barockwein. Ja. Barock ist ein Begriff für diesen Wein, der sehr gut passt. Er ist üppig, er füllt aus, nimmt ein, ja, genau. Macht wieder so. Er macht was her. Also er macht, ja. Ich könnte sagen, er macht was her. Er wärmt wirklich. Richtig, ja. Also das ist, man braucht keinen Bernardiner, nein. Lieber Lehmgruber. Ja, genau. Statt also Bernardiner. Sehr schön, schön gesagt. Was man zum Fruchtempfinden vielleicht noch sagen sollte, ist, groß und mächtig, schicksalsträchtig, aber durchaus nicht unelegant, so, was würde ich denn sagen? Schon so Steinobst, so reif. Ja, aber was, es ist keine... Es sticht nichts vor. Nein, es ist sehr balanciert. Alkohol ist gut eingebunden, ich vermisse vielleicht ein bisschen die lebendige Säure, die auch ein Barriquewein haben darf. Stimmt. Ja, ein Wein für die Weihnachtsfeiertage. Würden wir jetzt einmal attestieren. Und jetzt schauen wir mal, was der Steinregel Chardonnay
dagegen hat oder dagegen zu halten hat. Der Frank greift vor, der zweite Wein dieses Duells ist Chardonnay Steinriegel vom reichen, nein, renommierten Weingut Gesellmann aus Deutschkreuz. Albert Gesellmann ist ein bekennender Burgunder-Fan. Mhm. Alle Burgunder-Liebhaber unter Ihnen wissen, dass das mit enormen Kosten verbunden ist. Albert Gesellmann ist ein Burgunder-Fan. Also nicht nur enorme Kosten in der Weingenese, sondern auch, wenn man sich den Wein kauft. Wenn man sich den Wein kauft und wenn man trinkt. Gut, bevor wir trinken, Farbtest. Farbtest. Bestanden. Oh, auch bestanden. Wir bleiben irgendwie so beim beginnenden Goldgelb. Also Gold ist schon richtig, ne? Für mich ist die Farbe ein bisschen tiefer sogar als beim ja. Aber das ist... Das ist eine Frage der Dioptrien, würde ich jetzt sagen. Ja. Keine Frage der Dioptrien ist diese Nase. Das haben wir beim Lehmgruber ein bisschen die Säure vermisst, fällt bei diesem, beim Steinriegel sofort die Lebendigkeit auf. Lebendigkeit, vielleicht nicht 100% im neuen Holz ausgebaut, sicherlich jetzt schon rein von der Nase her, sicherlich eine höhere Säure, was ihm aber sehr, sehr gut steht. Schon in der Nase viel lebendiger. Großer Wein, schwerer Wein, aber leichtflüssiger. Ja, schauen wir mal, ob er diese Ambivalenz dann auch im Gaumen drüber bringt. Prost. Also, vorbehaltlos ja, großer Wein, spannende Fruchtaromen, viel heller, exotisch, viel exotischer. Aber anders, so Ananas, aber Ananas-Apfel, er hat diesen typischen Apfel, den der Burgunder auch in Frankreich hat, wenn er gut ist, mineralisch. Sehr komplex, sehr dichter Wein, würde ich mal sagen. Also, und sehr genau. Und war der eine, der Lehmgruber, einnehmend so mächtig, hat der Steinriegel einen wirklichen Zug. Also er verschwindet im Körper und hinterlässt eine Bremsspur, die aber sehr, sehr angenehm kommt. Also über diese Bewertung würde ich jetzt noch ein bisschen nachdenken. Der Wein hat einen Zug, hinterlässt im Körper eine Bremsspur. Wenn Sie eine Bremsspur eines Weins in sich haben wollen, Chardonnay Steinriegel 2008, unsere Empfehlung für Fans der Eisenbahn. Und für diejenigen, die mehr auf das barocke Wohnzimmer stehen, ganz gut auf ihrem Esstisch macht sich Paul Rittsteuer Chardonnay Lenggruber 2008. 13,5 Volumen gegen 13,5 Volumen, zweimal dasselbe, preislich in etwa gleich, also Paul Rittsteuer ein bisschen günstiger als der Chardonnay Steinriegel. Ja, als Fazit, ich würde im Moment den Steinriegel, dem Lehmgruber vorziehen, aber nur um einen Hauch, und das ist auch persönliche Affinität vielleicht. Und auf der nach oben offenen 100-Punkte-Skala? Würde ich sagen, 92, 91. Für wen? 92 für Steinriegel, 91 für Rittsteuer. Wäre ein schönes Basketballergebnis. 92, 91 Basketballergebnis, wahrscheinlich nur im Burgenland. Dem schließe ich mich an, gefällt mir auch gut. 92 für den etwas lebendigeren Chardonnay Steinriegel, 91 für den Barockwein von Paul Rittsteuer. Zwei Weine mit großem Potenzial für die Zukunft. Also die kann man auch noch ein bisschen liegen lassen, die muss man nicht heuer zu Weihnachten austrinken, obgleich auch nichts dagegen spricht. In diesem Sinn, vielleicht eine Weihnachtsweinempfehlung für Sie. Wenn es so ist, hat es uns gefreut. Wenn Sie es getrunken haben, posten Sie uns, sagen Sie uns, wie es geschmeckt hat, ob Sie auch Basketball gespielt haben, vor oder nach den Weinen. Schauen wir mal, wir freuen uns auf Ihre Kommentare, und in diesem Sinne, bleiben Sie fröhlich. Prost.